Brauchst du noch mal Close-ups von mir beim Kochen? Hau ab! Verschwinde! Schön in die Nase rein. Moin moin und bonjour. Ich liebe Frühstück. Und genau deswegen machen wir uns heute ein richtig leckeres Frühstück zusammen. Pochierte Eier mit einer Kräuter-Senf-Hollandaise. Ich weiß, das klingt ein bisschen kompliziert, ist aber eigentlich tierisch einfach. Und zum Beweis fangen wir jetzt an. Wenn eure Butter gerade aus dem Kühlschrank kommt, so wie meine hier, dann schneidet ihr einfach vorher in so kleine Blöcke oder Scheiben, dass die ein bisschen einfacher schmilzt. Die Butter lassen wir jetzt so lange anrösten, bis sie so ein bisschen braun ist. In der Zwischenzeit können wir schon mal das Wasser heiß machen. Denn wir wollen jetzt zwei Eigelb und Essig im Wasserbad miteinander verquirlen. Wichtig ist hierfür nur, dass das Wasser nicht kocht, sondern nur siedet. Und der Unterschied ist, kochen ist immer so und sieden ist nur so. Da kommt jetzt das Eigelb rein. Und zwar zusammen mit einem Schuss Weißweinessig. So, und so muss das Ganze aussehen. Und dann nehmen wir das schon vom Herd runter und geben die Nussbutter hinzu, beziehungsweise den Senf. Davon nehmen wir 2 Esslöffel oder 4 Teelöffel. Ich finde ja auch so, das Geräusch von brutzelnder Butter impliziert schon einfach ein richtig geiles Essen. Ich habe jetzt schon Hunger. Ich kann euch sagen, das ist auch ein ganz gutes Workout, so früh am Morgen, ne? Als Frühstück. Wenn das Ganze schön schaumig ist, würzen wir das. Und zwar mit Pfeffer und Salz. So, und ganz zum Schluss kommt noch ein Spritzer Zitronensaft dazu. So, und das war's schon mit unserer Kräuter-Senf-Hollandaise. Jetzt geht's an die pochierten Eier. Dafür setzen wir Wasser auf. Wir haben einen guten Schuss Essig da rein. Für die pochierten Eier machen wir Folgendes. Wir machen das idiotensicher. Wir schlagen das Ei auf. Dann halten wir die Kelle ein bisschen in das Wasser rein. Dann, wenn man glaubt, dass die Kelle warm ist, lässt man ein bisschen Wasser auf den Boden und dann lässt man das Ei in die Kelle reingleiten. Da sieht man dann schon, dass das sich so ein weißer Film bildet. Denn wenn das Ei da unten an der Kelle festklebt, haben wir verloren. Wenn sich das Eiweiß komplett gebildet hat, können wir das schon eigentlich in den Topf reingleiten lassen. Also spätestens beim pochierten Ei ist man dann auch wach. Und während unsere Eier munter vor sich hin pochieren, kommt unsere gute alte Nussbutterpfanne zum Einsatz, denn darin schwitzen wir jetzt ganz leicht die Toasties an. Und dann können wir auch schon anfangen anzurichten. Das Coole ist an diesem Frühstück, wenn ihr euch gestern Abend irgendwas zu essen gemacht habt, Salat, einfach ein nackter Babyspinat, Rucola, was auch immer, oder wie ich hier in diesem Fall Rotkohl, dann legen wir uns einfach noch ein bisschen Rotkohl auf den Toasty mit drauf und haben dazu auch noch eine richtig köstliche Grünzeug-Einlage. So, schön salzig, weil Salz mögen wir hier bei Foodboom gerne. Love it! Dann noch ein bisschen Hollandaise. Und das war's schon. Ist das nicht geil, wie schnell man sich so ein ganz besonderes, leckeres Frühstück machen kann? Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachkochen und einen ganz wunderbaren Tag.